Exzellenz, danke für dieses Interview. Vor unseren Augen zerfällt die Großkirche. Es gibt ganze Landstriche, wo man nicht mehr guten Gewissens in die Messe gehen kann. Reduziert sich die Kirche heute für einen Katholiken auf Internet, private Frömmigkeitsübungen und kleine zerstreute Grüppchen? Also diese Phänomene, die Sie jetzt genannt haben, ist für mich ein gewissermaßen eine logische Entwicklung dessen, was wir in den letzten 50, 60 Jahren nach dem Konzil eigentlich in Europa, hauptsächlich in der westlichen Welt, erlebt haben im innerkirchlichen Bereich. Der Glaube wurde immer mehr verwässert, das Katholische dem protestantischen Geist angepasst, dem Geist dieser Welt. Und somit ist eigentlich die Masse der Gläubigen immer mehr vom wahren Glauben weggekommen, hatte kein Fundament. Es ist eine Minderheit geblieben, die trotz dieser Verwässerung und Verwirrung des Glaubens noch treu geblieben ist. Und jetzt haben wir das gesehen, dass wo keine heiligen Messen mehr gefeiert wurden aufgrund dieser Vorschriften, der Covid-Vorschriften, diejenigen, die den Glauben noch ernst genommen haben, die heilige Messe gesucht haben. Und jetzt, wo es wieder möglich ist, mit Freuden wieder zurückgekommen sind in die Kirchen, und die anderen, die es eigentlich nicht so ernst genommen haben mit dem Wesen unseres katholischen Glaubens, sind jetzt auch, nachdem jetzt es wieder möglich ist, in die heilige Messen zu gehen, weiterhin bleiben fern. Und ich erinnere mich an eine Aussage von Kardinal Ratzinger. Der hatte mal sinngemäß einmal geschrieben, wo er, denke ich, noch Professor war, dass die Zukunft der Kirche so sein wird, dass es kleine Gemeinden sein werden, die aber ganz innerlich gefestigt sein werden im Glauben. Solche kleine Inseln in einer neuen heidnischen Welt. Und ich denke, dass diese Krise, die wir jetzt erlebt haben, noch erleben, das offenbar macht, dass wir in eine Zukunft gehen, die Kirche, von eher kleinen Gemeinden, die aber dann im wahren Glauben, in der wahren Liturgie gefestigt sind. Und das ist für mich auch ein Werk des Heiligen Geistes, der so auf diese Weise die Kirche wieder erneuern wird. Wie in jeder schwierigen Zeit der Kirchengeschichte eigentlich eine Minderheit den wahren Glauben in der Verkündigung, im Leben und in dem Gottesdienst, in der Liturgie durchgetragen haben. Und von daher gesehen dürfen wir Vertrauen haben in diese Führung Gottes, auch in dieser schweren Zeit, in der wir es leben. Man hat, wenn man die Kirche ansieht, in den Aussagen des Papstes, der Bischöfe, oft den Eindruck, dass sie nichts anderes ist als eine Mitte-Links-Umweltpartei mit religiösem Anstrich. Wie kann man jemandem, der die Religion sucht, erklären, dass das nicht das wahre Antlitz der Kirche ist? Ja, also zunächst mal müssen wir sagen, dass und auch erklären, uns Selbstbewusstsein zunächst mal und dann den anderen erklären, dass der Papst nicht deckungsgleich ist mit der Kirche oder ein Bischof oder eine Bischofskonferenz, dass die Kirche größer ist als der Papst, dass die Kirche unsere Mutter ist, dass die älter ist als ein Papst. Dieser Papst, der ist nur jetzt hier, lebt und regiert in einer sehr kurzen Zeitspanne, aber er hat auch den Glauben von der Kirche bekommen, dieser Papst. Und die Kirche geht ihm voraus. Die Kirche ist unsere Mutter, deswegen nennen wir diesen schönen Ausdruck Mutterkirche. Und die Kirche umfasst alle Heiligen und Gerechten, mit den Aposteln angefangen, unter Gottesmutter als Mutter der Kirche, mit den Aposteln angefangen, alle Heiligen
alle großen Kirchenlehrer, auch die ganz verborgenen Heiligen, Unscheinbaren, die gelebt haben, noch leben, die alle bilden die Kirche. Und das übersteigt einen einzelnen Papst in dieser Zeit zum Beispiel, der wir leben, oder eine Bischofskonferenz. Und wir müssen unseren Blick weiten auf das Geheimnis der Kirche. Die Kirche ist nicht nur ein Verwaltungsapparat. Sicherlich ist die Kirche sichtbar und wir sind keine Protestanten oder Gnostiker, die einfach nur auf das Unsichtbare uns stützen, ist auch sichtbar. Aber die Seele der Kirche ist eben dieser katholische Glaube aller Zeiten, ist diese Wirklichkeit, die Gott gegeben hat, die heilige Kirche. Wir nennen sie die heilige Mutterkirche. Und dort ist der wahre Glaube, die wahre Liturgie, die Heiligkeit bewahrt. Und natürlich ist es so, dass leider in manchen Zeiten der Kirchengeschichte bestimmte Vertreter der Kirche, wie bestimmte Päpste oder bestimmte Bischöfe und jetzt Bischofskonferenzen, diesen Zugang zu den reinen Quellen des Glaubens und der Liturgie eher behindern, leider. Was die eben im Gegenteil, die sollten das erleichtern, damit wir klarer zu diesen Quellen des Glaubens Zugang haben, zur Liturgie. Aber leider ist es eine Zulassung Gottes, dass in unserer Zeit das nicht geschieht, dass, wie Sie gesagt haben, ein Mensch, der nicht gläubig ist oder nicht katholisch, von der Seite her das beobachtet, dass die katholische Kirche ihm so erscheint, wie Sie gesagt haben, so eine NGO für Umweltschutz und für innerweltliche Belange. Leider Gottes, das ist eine, aber es ist nur eine zeitliche Erscheinung, die sicherlich aufhören wird. Und der katholische Glaube ist festgelegt, hinterlegt in den Katechismen. Katechismen nenne ich im Plural, die auch früher waren, die noch gültig sind und die man nicht abschaffen kann. Auch im neuen Katechismus, der im Großen und Ganzen den katholischen Glauben gut wiedergibt. Und man sollte diese Leute aufmerksam machen, das ist der katholische Glaube, der unverändert ist. Und auch einzelne Menschen, die heute Familien, Jugendliche, selbst Kinder und andere, die ihren Glauben mutig leben und bekennen in dieser neuheidnischen Welt, die vertreten auch die katholische Kirche, sofern sie den katholischen Glauben in ihrer Reinheit leben. Und damit leisten sie einen Beitrag für die wahre Erneuerung der Kirche und für die Stärkung wieder der Hirten, die momentan durch eine göttliche Zulassung in weiten Bereichen ihre Aufgabe leider nicht erfüllen. Das ist eine allgemeine Erscheinung, die nicht von gestern erst kam. Das hat sich angebahnt über die letzten 50, 60 Jahre, wo mit dem Konzil die Verantwortlichen der Kirche eine zu einseitige Hinwendung zu den zeitlichen Belangen gemacht haben. Eine Abwendung, nicht eine totale Abwendung vom Übernatürlichen und von ihren geistlichen Aufgaben, aber doch eine zu einseitige Überbetonung des Zeitlichen, wofür sie eigentlich nicht die Kompetenz haben. Und somit letztlich diese Themen, die Sie genannt haben, ein Verrat des Evangeliums bedeutet, wenn man das in einer übertriebenen Weise tut, und viele Menschen ablenkt vom wahren Weg, von den Quellen des Glaubens und der Liturgie und des christlichen Lebens. Sie haben das Zweite Vatikanum genannt. Nach dem Konzil ist vor unseren Augen die Kirche immer mehr zerfallen. Gleichzeitig haben die Medien
nicht-katholische, auch katholische, immer von Erneuerung, Erneuerung und Frühling gesprochen. Hat die Kirche den Verstand verloren in den letzten Jahrzehnten? Ich würde nicht sagen, die Kirche hat den Verstand verloren. Auch wenn wir den Ausdruck sagen Kirche, ich würde vielleicht sagen, haben manche Verantwortliche in der Kirche den Verstand verloren. Ich denke nicht, dass sie den Verstand verloren haben. Diejenigen, die das tun, die wissen genau, was die wollen. Das ist eine Planung, das ist ein Vorantreiben einer genauen, konzipierten Ideologie, den christlichen Glauben dieser Welt anzupassen, den Naturalismus zu fördern. Das ist eigentlich ein Abweg, eine vom wahren, übernatürlichen Weg, den Christus uns gegeben hat durch die Apostel. Das ist die Uraufgabe der Kirche. Das ist eine Ablenkung dessen von der Uraufgabe der Kirche. Das ist für mich, also die haben nicht den Verstand verloren, die haben schon wohlgemerkt ihren Verstand, aber sie benutzen ihren Verstand, um eben eine neue Ideologie des Naturalismus, des Anthropozentrismus, dieser nur oder hauptsächlich innerweltlichen Themen voranzutreiben. Und damit verraten diese Verantwortlichen ihre erste Aufgabe. Wie auch die heiligen Apostel uns das schon davor gewarnt haben, der heilige Petrus, der erste Papst, in der Apostelgeschichte, wo er gesagt hat, es ist nicht recht, dass wir Apostel, Hirten der Kirche, das Gebet vernachlässigen und den Dienst am Wort, das heißt an der Verkündigung der Wahrheit des Glaubens. Und das hat der heilige Petrus gesagt, das ist nicht recht, das dürfen wir nicht. Und diese Warnung müssen vor allem heute in erster Linie der Papst und die Bischöfe ernst nehmen. Wieder zurückkehren zu dieser Warnung des heiligen Petrus, wieder zurückkehren zum Primat des Gebetes, das heißt der Liturgie, das ist ja das Gebet, die Erhabenheit, die Heiligkeit der Liturgie, auch das Zeitnehmen für Gott und für die Schönheit der Liturgie, auch das private Gebet natürlich. Und dann die Priorität, das sind die zwei Aufgaben, die Verkündigung der göttlichen Offenbarung Christi, aller Wahrheiten, die Christus offenbart hat, der Heilige Geist durch die Tradition der Kirche, das heißt das Wort Gottes in dem Sinne, die Wahrheiten zu verkünden. Und das muss wieder zurückkehren, der Primat dieser Aufgaben. Papst Franziskus hat Maßnahmen gesetzt, die stark an die Protestanten erinnern. Wir sehen es, oder die vor 30 und 40 Jahren von den Protestanten eingeführt wurden. In der Kirchengeschichte sieht man hunderte Male, dass diese Maßnahmen ins Nichts führen und in die Auflösung führen. Weiß das der Vatikan nicht? Natürlich weiß er das, weil das ist ja offensichtlich. Und vor unseren Augen sehen wir ja das auch, wie die protestantischen Kirchen und die anglikanische Kirche, die sich ganz dieser Welt und dem Geist dieser Welt angepasst hat, auch den eindeutigen unchristlichen Ideen wie der Gender-Ideologie und selbst die Abtreibung und so weiter unterstützen und jetzt noch, leider Gottes, noch mehr sogar das Heidentum, den Götzendienst unterstützen durch verschiedene interreligiöse sogenannte Riten. Das ist ja, man sieht ja, dass diese protestantischen Kirchen, die meisten, und die anglikanischen praktisch fast wenig vom Christentum übrig gelassen haben und wie einer der vielen Vereine, humanitären Vereine geworden ist. Und das sehen ja die Verantwortlichen im Vatikan, das sehen die. Da erhebt sich die Frage, obwohl sie das sehen, warum unterstützen sie das? Ja, das ist die Frage. Und da kann man sich fragen, oder man kann nicht eine Schlussfolgerung machen, entweder haben diese Verantwortlichen selber nicht genügend Glauben mehr und wollen das, dass man jetzt einfach
innerweltlichen Werte lebt, dass man einfach der Welt sich anpasst. Entweder wollen sie das mit Überzeugung, und wenn sie das wollen mit Überzeugung, dann haben die praktisch ihren Glauben verloren. Oder tun sie das aufgrund von gewissen Einflüssen, manche von denen, die vielleicht nicht davon überzeugt sind, aber die tun das, wirken damit mit, vielleicht aufgrund von persönlichen Vorteilen, aufgrund von einer persönlichen Karriere, aufgrund von persönlichem, ja, wenn sie das nicht tun würden, dann würden sie zum Beispiel kein Amt bekommen dort im Vatikan oder würden kein Kardinalat bekommen. Oder wenn sie das tun würden, dann würden sie eher zum Kardinal ernannt werden und so weiter. Also aus ganz persönlichen Vorteilen, aus diesen Gründen. Ich sehe hier zwei Faktoren, mögliche Faktoren. Einige, vielleicht sogar noch drei. Einige, die das aus Überzeugung tun und somit haben sie ihren Glauben verraten und verloren, sind aber äußerlich noch, gehen noch als Bischöfe und Kardinäle, haben aber innerlich ihren Glauben verloren. Andere, die eigentlich gleichgültig sind, die vielleicht noch den Glauben haben, aber denen es eigentlich gleichgültig ist. Und andere, die vielleicht auch noch den Glauben im Grunde haben, aber bei denen auf dem ersten Platz die eigene Karriere steht und der eigene Vorteil. Und somit müssen wir den Herrn bitten, dass er gerade dort, wo die Kirche ihren Mittelpunkt, sichtbaren Mittelpunkt hat, in Rom, auf den Gräbern der heiligen Apostel, dass dort, von diesem Zentrum her, dass es dort wieder die Erneuerung gibt, dass dort Gott wieder uns Männer schickt, die wirklich vom Glauben entzündet sind, vom wahren Eifer des Glaubens und sogar mit der Bereitschaft, ihr Leben für Christus hinzugeben, wie das die Apostel getan haben und so viele Päpste im Laufe der Geschichte. Papst Franziskus wird von den Katholiken attackiert, zu Recht attackiert, für diese ganze Pachamama-Verehrung. Haben nicht konservative Päpste vor ihm bei den interreligiösen Treffen in Assisi zum Beispiel auch schon ähnliche Anbiederungen an das Heidentum geleistet? Ja, Sie haben das richtig gesagt, Anbiederung schon. Natürlich nicht in dieser krassen Form, wie das geschehen ist mit diesem Pachamama-Kult und Anbetung in den Vatikanischen Gärten in Anwesenheit eines Papstes. Das ist noch nie in der Kirchengeschichte geschehen. Und dann in den Kirchen in Rom, Petersdom. Natürlich in einer gewissen Weise wurde das schon vorbereitet durch die sogenannten Assisi-Treffen, durch diese interreligiöse Treffen, Assisi oder andere Treffen, wo man eigentlich die Gläubigen schon daran gewöhnt hat, an das Bild, dass alle Religionen auf der gleichen Stufe stehen. Das ist natürlich eine Irrlehre und verstößt gegen das erste Gebot Gottes und verstößt gegen das ganze Evangelium, weil Christus der einzige Weg ist. Und es gibt keine andere wahre Religion. Alle anderen Religionen sind falsch und sind von Gott nicht gewollt. Nicht gewollt. Und wenn etwas von Gott nicht gewollt ist, dann ist es falsch, gottwidrig. Gott lässt die anderen Religionen, wie auch unsere Sünden, zu in seiner Langmut. Sonst müsste er uns jedes Mal sofort töten, wenn wir eine Sünde begehen, weil die auch gegen seinen Willen ist. Aber er lässt uns leben, er lässt es zu, in seiner unergründlichen Langmut. Aber es ist nicht sein Wille, dass wir sündigen. Es ist nicht sein Wille, dass es einen Islam gibt, dass es einen Buddhismus gibt, dass es eine Götzenanbetung gibt und so weiter. Er sagt, nur der einzige Weg, der katholische Glaube, den er geoffenbart hat in Christus und den Aposteln. Also, und so eine Vorstellung, eine visuell hat man das schon gesehen in Assisi, wo der Papst mit allen Religionsvertretern praktisch de facto
sichtbar auf der gleichen Ebene stand, alle nebeneinander. Schon dieses Bild alleine ist ein Anlass großer Verwirrung gewesen und eine gewisse Gewöhnung, dass man sich gewöhnt, dass man auch, dass die anderen auch, ja, praktisch gut sind. Die sind gut, ja, persönlich schon. Vielleicht sind manche Moslems und Hindus persönlich moralischer besser als manche Katholiken. Und das ist der Faktor auch. Aber darum geht es nicht. Es geht um den offiziellen, objektiven Weg, den Gott will. Und da hat natürlich das Assisi-Treffen schon das war der Einbruch, ein großer Einbruch. Und auch, Sie haben gesagt, Anbiederung, ja, es ist eine gewisse Anbiederung schon da gewesen, wenn man also andere Religionen einlädt, offiziell zu beten, aber wie zu beten? Man kann sie nur einladen zu beten zu Christus, es gibt keinen anderen Weg. Alle anderen Gebete sind von Gott nicht gewollt, außer vielleicht von der Naturreligion. Also das heißt, die natürliche Gotteserkenntnis ist natürlich vorhanden und jeder Mensch kann Gott natürlich erkennen, den einen Gott einfach, von seinem Verstand her. Und von daher kann er ihn auch anbeten. Eine unschuldige Seele, die sonst niemand kennt, keine Religion, in einer unüberwindlichen Unkenntnis ist, wie auch die Tradition der Kirche sagt, die kann Gott anbeten, aber nur auf der natürlichen Ebene. Aber das reicht nicht, das ist nicht der Wille Gottes, das ist die erste Stufe. Gott will, dass diese Menschen, diese Unschuldigen, sagen wir mal, Nicht-Christen, die Gott ehrlich anbeten, auf der natürlichen Ebene nur, dass die eben diese natürliche Ebene verlassen und Gott auf der übernatürlichen Ebene als heiligste Dreifaltigkeit anbeten und den menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wenn ich jetzt einlade, wie das geschehen war in Assisi, fast alle Religionen kommt und soll jeder auf seine Weise um den Frieden beten. Das kann man nicht. Das ist eine Einladung zum, de facto war das, wenn ich jetzt Hindus eingeladen und die kamen, offiziell der Papst lädt Hindus ein und sagt ihnen, betet, macht auf eure Weise, weil ja sie Hindus sind, Gebete für den Frieden. Und die können ja nichts anderes als zu einem Götzen beten, die Hindus. Und das haben die getan. Das heißt, ich kann niemanden einladen, einen Götzendienst zu vollziehen für einen guten Zweck, selbst für den Weltfrieden. Diese Gebete können von Gott, sind gottwidrig, Götzendienste. Und als Papst, als katholische Kirche können wir das nicht tun. Das ist eine indirekte Anerkennung, kommt es gleich, deren Kult, die sie verrichten, deren Religion. Dass wir alle so nebeneinander, parallel sozusagen in die gleiche Richtung gehen. Und das ist gegen das ganze Evangelium. Das ist gegen die ganze Verkündigung der Kirche von 2000 Jahren. Und damit hat man schon den Boden vorbereitet, sei es in Assisi durch die Religionstreffen, sei es in anderen lokalen interreligiösen Treffen, für das Ereignis, für das furchtbare, schreckliche Ereignis der Pachamama-Anbetung im Vatikan. Gewissermaßen war das eine logische Konsequenz. Wenn man sagt, ihr dürft den Götzen da anbeten, um den Frieden zu beten. Natürlich hat man in Assisi nicht zusammen gebetet, ja, aber man hat sie eingeladen, in dieser Stadt jeder auf seine Weise zu beten. Das ist de facto kein zu großer Unterschied. Und wir müssen wieder zurückkehren zur absoluten Treue zum ersten Gebot Gottes und zum Evangelium. Und zur Verkündigung, dass es keinen anderen Weg zum Heil gibt als Jesus Christus. Und dass alle anderen Religionen von Gott nicht gewollt sind.
und dass alle berufen sind, gerufen sind, an Christus zu glauben und dass wir ihnen das anbieten, natürlich mit Respekt vor der persönlichen Freiheit, wie das alle Heiligen getan haben, die Apostel selbst, aber wir dürfen nicht schweigen, wir dürfen nicht diese Verkündigung vorenthalten. Die Kirche muss wieder ganz klar missionarisch werden, wie sie, wie die Apostel das waren und alle Heiligen großen Missionare. Sie haben mehrfach davon gesprochen, dass eine Weltdiktatur drohe, jetzt im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Gibt es dafür Beweise? Ja, es gibt keine handfesten Beweise, weil wenn eine Weltdiktatur im Gange ist, die werden ja so clever sein, dass die auch keine Beweise liefern. Das ist ja klar, sonst wären sie ja sehr naiv. Und das sind ja um eine Weltdiktatur, das müssen ja die, also wirklich, ich würde sagen, Genies an sein, die ihre Pläne auch soweit möglichst auch geheim halten oder zumindest nicht so klar zum Ausdruck bringen, sonst würde man sie ja von vornherein entlarven. Und das würden die ja nicht machen. Das ist die Klugheit des Fleisches, wie der heilige Paulus nennt, die Klugheit des Fleisches, das ist die Klugheit des Teufels. Und er hat seine Macht auch so eine gewisse geniale Strategie zu machen. Das ist einfach ein Faktum von der Tatsache. Nun konkret können wir natürlich, gibt es feste Indizien, Hinweise, dass es in Richtung einer Weltdiktatur geht. Auch teilweise Aussagen von manchen Persönlichkeiten, die in der Politik oder in manchen Kreisen schon zu hören waren. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, aber das kann man nachforschen. Ich habe das vor einigen Monaten gelesen. Da hat ein Mann, eine Persönlichkeit gesagt, vor ungefähr 5 Jahren, und das wurde in einer Zeitung gedruckt, diese Aussage, und das kann man, wenn man nachforscht, kann man das finden, sinngemäß, also so ungefähr, es braucht eine Epidemie, um eine neue Weltregierung zu etablieren. Nun, wenn das schon vor einigen Jahren gesagt wurde von einflussreichen Leuten, dann sehen wir das jetzt, dass die ganze Menschheit jetzt praktisch einheitlich wie kleine Kinder behandelt werden und gemaßregelt werden, bis in die kleinsten Vorschriften, wie man sich kleiden muss, das Gesichtsmaske, wie man sich bewegen darf, wie man Abstand halten darf, auf der ganzen Globus. Und zwar einheitlich, auf der gleichen Weise, überall gleichgeschrieben, wie viel Abstand man halten muss und so weiter, in den Schulen und so weiter. Wir erleben ja jetzt schon, vor unseren Augen spielt sich ja an diesen Fakten schon ein Szenario ab, das deutliche Zeichen hat von einer Weltregierung. Und das sind zumindest doch sehr klare Hinweise, die man nicht leugnen kann. Sonst machen wir Vogelstrauß-Politik und dann unseren Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, das ist alles Verschwörungstheorie, wenn es vor unseren Augen abläuft. Aber das haben natürlich auch, vor allem die Freimaurerei hat ja immer auch behauptet, auch in ihren Aussagen, dass die eine erstreben, dass die ganze Menschheit irgendwie einheitlich wird. Und zwar durch die 3 Losungen, die bekannt sind, Fraternité, Liberté, Égalité. Das heißt Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit. Aber das muss natürlich dann global sein, das ist ja logisch. Nicht nur auf Frankreich bezogen, wo es damals verkündet worden ist. Und dass man überall eine Gleichheit hat, ja, welche Gleichheit? Dass alle Menschen gleich sind,
Das, jetzt sehen wir zumindest äußerlich alle Menschen gleich aus mit der Gesichtsmaske auf der ganzen Welt. Zumindest ist das ein äußeres Zeichen schon. Dann, Freiheit ist natürlich für die Freimaurer die Freiheit letztlich von Gott und von seinen Geboten, dass wir völlig frei sind und selber uns bestimmen können. Und das läuft vor unseren Augen ab. Die völlige Abfall vom natürlichen Sittengesetz schon, vom natürlichen, vom gesunden Menschenverstand und natürlich auch von den Geboten Gottes erst recht. Und dann die Brüderlichkeit. Welche Brüderlichkeit? Dass alle Brüder sind, verkünden ja die freimaurerischen Bewegungen, haben sie auch immer verkündet. Zunächst mal zu verkünden, dass die Gleichheit aller Religionen, das ist das Grunddogma aller freimaurerischen Gruppierungen und Bewegungen gewesen und ist. Das heißt, die Gleichheit aller Religionen. Und in diesem Sinne sind alle, im religiösen Sinne wollen sie, dass alle Brüder sind. Streng genommen sind natürlich nur diejenigen Brüder, die da Mitglieder sind in diesen Bewegungen. Aber dass man die ganze Menschheit reduziert, wieder zurückstuft auf die einfache Naturebene, dass wir Brüder sind nur dem Fleische nach, dem Blut, Fleisch und Blut. Und nicht mehr, was das Christentum gebracht hat, Brüder in Christus, Kinder in Gott, das nur möglich ist, wenn wir nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes geboren sind, sondern aus Gott geboren sind, in Christus. Und das ist die wahre, das ist der wahre Unterschied. Und somit kommen wir in eine Situation, wo wir als Christen wieder eine Minderheit sein werden und unsere Überzeugung auch weitergeben müssen, verkünden müssen, bekennen müssen. Sie sind selbst in einer Diktatur aufgewachsen, in der Sowjetunion. Wären Sie lieber im Westen, damals im Westen aufgewachsen, wie er sich heute präsentiert? Nein, ich bin Gott dankbar für die göttliche Vorsehung, dass ich in einer Diktatur aufgewachsen bin, auch in einer Zeit der Christenverfolgung aufgewachsen bin, in einer Untergrundkirche, wo ich das erlebt habe. Das stellt einem fürs ganze Leben. Das gibt einem eine Grundlage fürs ganze Leben. Und Gott gibt auch in den Zeiten der Verfolgung besondere Gnaden, der Kraft. Und das ist ja auch dann wiederum für unsere Zeit hier im Westen, wo wir jetzt auch in Richtung einer Christenverfolgung langsam immer mehr hingehen werden, wiederum Hoffnung für uns und Zuversicht, dass Gott auch in dieser schweren Zeit besondere Gnaden des Starkmutters geben wird, der Freude im Glauben. Und das haben ja unsere großen Märtyrer und auch unsere Brüder und Schwestern aller Zeiten in der Zeit der Verfolgung uns vorgelebt. Und das soll uns Kraft geben und Hoffnung. Ihre Mutter ist diesen Sommer in Deutschland verstorben. Wie hat sie sich nach den Jahren in der Sowjetunion in Deutschland eingelebt und war es für sie leichter, als Katholik in der Sowjetunion zu leben oder danach in Deutschland? Ja, zunächst mal, ich kann mich selber erinnern, als wir nach Deutschland, für uns war es so, wir waren ja ganz abgeschnitten, für uns war Deutschland ein Paradies einfach, in jeder Hinsicht. So sind wir in dieser Illusion nach Deutschland gekommen. Und dann, zunächst mal sehen wir waren vier Kinder. Ich war der Jüngste mit 12,5 und der Älteste war 18. Das erste zunächst mal haben wir gesehen, dass wir waren da in einem Bahnhof angekommen und da gingen wir vorbei in einem Bahnhofskiosk und da waren Zeitschriften unsittlichen Inhaltes öffentlich ausgestellt. Das war für uns der erste Schock. Wie kann denn das sein? Also unsittliche Bilder öffentlich ausstellen, öffentlich. Da haben wir gesagt, wo sind wir angelangt? Und das war mal der erste Schock. Dann der zweite große Schock war natürlich das Erleben innerhalb der Kirche, wo wir in die Kirchen kamen, wo wir die Handkommunion gesehen haben. Das war für uns unfassbar.
die Szene, wie man den Heiland empfängt, wie man einen Keks nimmt und sich selbst in den Mund legt, das war für uns unbegreiflich. Entstehend, ohne Anbetungsgeste, deutlich in die Knie zu gehen und so weiter. Und dann auch die ganze Messfeier, die so einen Charakter hatten, mehr einer Versammlung als eines wahren Anbetungskultes, was wir gewohnt waren von der Untergrundkirche. Nun, das waren die großen Schocks. Nun, natürlich mussten wir dann dort leben und haben meine Eltern das Beste getan, was sie konnten, haben auch dann immer wieder natürlich jene Kirchen besucht, wo die Heilige Messe noch ehrfürchtiger war, und oder jene Orte, Wallfahrtsorte oder Exerzitien, um da gestärkt zu werden im Glauben. Ich kann mich erinnern, einmal, ich hatte in Rom damals gelebt, als Priester noch, und da war meine Mutter, war da das eine gewisse Zeit in dieser Pfarrei, wo sie lebte in Süddeutschland. Da gab es eine Zeit lang keinen Priester, keinen Pfarrer, und da waren Zustände, wo einfach Pastoralassistenten alles übernommen haben, Gottesdienste gefeiert haben und auch mit gewissem Inhalt, der nicht echt katholisch war, oder Gottesdienste gefeiert haben mit Gitarren und mit allen möglichen Einlagen, die halt nicht würdig waren für ein Gotteshaus. Und da hat mich meine Mutter angerufen, kann mich ganz gut erinnern, das war in den 90er Jahren, und sagte mir, weißt du was, hat mir das alles erzählt und hat geweint im Telefon und hat gesagt, ich würde lieber wieder zurück in die Sowjetunion, ich würde lieber wieder verfolgt werden, im Untergrund sein, als das zu erleben, was ich hier in Deutschland in dieser Pfarrei erlebe. Und hat mir wieder gezeigt, dass auf was es ankommt. Es kommt auf den wahren Glauben drauf an, auf den vollen Glauben, auf die Würde Gottes, des Herrn in der Eucharistie, in der Heiligen Messe, auf ein wahres christliches, sittliches Leben mit Gottes Gnade. Auf das kommt es drauf an, dass wir das fördern. Das ist die Aufgabe der Kirche, das ist die Aufgabe eines jeden Christen. In erster Linie ist das die Aufgabe eines Priesters, eines Bischofs und des Papstes. Die Wahrheit, die Schönheit, die Vollständigkeit, die Klarheit, die Wasserklarheit des katholischen Glaubens zu fördern und zu brennen vor Eifer, Christus allen Menschen, allen Völkern zu bringen, auch heute. Auch unseren armen Mitbürgern dieses Neuheitentums, die wir eigentlich mehr bemitleiden sollten und denen wir den wahren, die Schönheit, das Glück des Glaubens, des katholischen Glaubens bringen möchten, dass sie auch Kinder Gottes werden und in der Gnade leben. Und dann die Schönheit und Würde des Gottesdienstes, der Heiligen Messe, der Eucharistie und des christlichen Lebens. Das ist der Ruf nach der Heiligkeit, das eigentlich das Zweite Vatikanum so stark verkündet hat und worin ich eigentlich den großen Beitrag und dieses Konzils sehe, der Aufruf wirklich nach der Heiligkeit, dass wir alle, jeder an seinem Ort wieder, wir müssen nach der Heiligkeit streben und vor allem die Priester. Wenn ein Priester wirklich nach der Heiligkeit strebt, mit Gottes Gnade, der hat so eine Ausstrahlung. Er ersetzt 10 oder 20 mittelmäßige Priester und noch mehr ein Bischof und noch mehr ein Papst, wenn er das lebt. Was für eine Ausstrahlung. Und deswegen ist dieser Aufruf, der allgemeine Aufruf nach der Heiligkeit zu streben, gilt für alle. Und mit der Mutter Gottes möchten wir diesen Weg gehen, vor allem unter dem Schutz der Gottesmutter von Fatima, ihres unbefleckten Herzens, das uns Gott für unsere Zeit gegeben hat, als die große Hilfe in der Not der Menschheit und der Kirche, dass wir im Vertrauen unter ihrem Schutz und geweiht ihrem unbefleckten Herzen diesen Weg gehen, auch wenn wir jetzt in dieser schweren Zeit, sei es innerkirchlich, sei es im zivilen Bereich,
eine gewissermaßen einen Weg des Untergrundes vielleicht gehen, der Klandestinität, aber wir müssen diesen Weg gehen und Gott wird es benutzen, um die Kirche zu erneuern. Das sind kleine, entstehen Gott sei Dank immer überall kleine neue Lichtlein oder kleine neue Schneeglöckchen auf dem Schneefeld, die langsam der Heilige Geist auch benutzt, um die Kirche zu erneuern. Und das soll uns Kraft geben und Mut geben, auch in dieser schweren Zeit. Danke Ihnen. Bitte.